Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bardes Frontier. Und wir haben in der letzten Folge angefangen, eine Scheune zu bauen. Ich habe jetzt natürlich noch nicht weitergemacht. Ich bin übrigens immer noch im ersten Aufnahmetag. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich wollte ja nicht gerade eine Pause machen, es geht nicht. Aber die eine Folge mache ich jetzt noch und danach will ich erstmal ein bisschen Privatstuff machen hier, Real-Life-Stuff. Wieso kann ich hier keine Straße ranbauen? So uneben. Posten. Zu steil. Ist ja krass. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Straße bauen will, muss ich erstmal das wegmachen, aber das nicht mehr so, zu steil ist. Sehr interessant. Okay. Wir bräuchten aber auch nochmal wieder Steine, ne? Ich weiß noch nicht, ob sie die hier unten abbauen. Ja, mal gucken. Der einer kommt. Doch, was geht? Könnten wir das hier auch noch abbauen? Und die Scheune ist fertig. Yay. Geil. Oha. Jetzt wollen wir natürlich erstmal gucken. Was ist das denn jetzt hier wieder alles? In einer Scheune kann Vieh für Nahrungsfälle und Milch aufgezogen werden. Vieh muss von einem reisenden Händler am Handelsposten gekauft werden. Um in diesem Gebäude effizient arbeiten zu können, werden Werkzeuge benötigt. Okay, Leute. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis wir hier wieder einen Händler bekommen. Was ist denn das hier? Brauchen dann auch noch eine Weile. Ach du Scheiße. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, ne? Das ist ja eigentlich logisch, ne? Okay, ich glaube, hier müssen wir nochmal ran. Was so dieses Ebenen angeht. Ich meine, solange wir jetzt keine Tiere haben oder so, können wir ja eh noch nichts machen, ne? Sehr riesig, das Gebiet. Ja, wir warten jetzt erstmal kurz, bis sie das hier noch schick gemacht haben. Und wir müssen halt immer den Händler da beobachten, ob da einer kommt. Ja gut, jetzt sind wir da natürlich auch wieder ein bisschen ausgebremst gerade noch. Ohne Händler, kein Vieh. Nahrungsvorräte werden halt immer knapper. Zur Not müssen wir halt nur eine Fischerhütte erstmal hinstellen. Okay, jetzt gucke ich mal, wie das jetzt aussehen würde. Hat jetzt nicht wirklich so viel gemacht, ne? Oder ist jetzt hier einfach mal just for fun? Hat er jetzt hier irgendwas gemacht? Oder heißt es nur, dass er in dem Bereich denn die Herde hat? Ah. Frage, nächste Frage. Pro Lager. Ach, wartet mal. Wir haben ja bald wieder Winter, ne? Ich würde halt ganz gerne das Gebäude jetzt hier mal verschieben wollen. Genau, das war aber nicht noch dahin. Vielleicht steigt nämlich die Attraktivität hier so ein bisschen. Nochmal. 36%. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier jetzt wirklich Attraktivität weggenommen hatte von der Hütte.
31. Mal gucken, wenn das abgebaut ist. Was dann passiert. Nee, 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 es dauert noch ein bisschen. Vorstehender Schneesturm. Ach, Kacke. Aber wir haben 305 Brennholz. Wieso brauchen die denn so lange, um das Ding abzubauen? Nee, es hatte keinen Einfluss. Hat immer nur 31. Egal. Egal. Vielleicht können wir hier noch was anderes bauen. Ich gehe mal wieder runter. Because Händler. Nein, kein Händler da. Ja, und dann brauchen wir jetzt halt auch noch den richtigen Händler. Der halt auch Tiere verkauft. So, Deko. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ist natürlich so klein, ne? Das geht hier nicht. Man sieht aber nicht, wie hoch die Attraktivität geht. Okay, hier hätten wir zwei. Wir finden halt hier... Ist nicht, ne? Es würde passen, wenn wir den Wagen... Den können wir auch nicht verschieben. Doch. Das ist ja witzig. Das ist sehr lustig. Lol. Sieht ja funny aus. Machen wir neben dem Friedhof doch einmal noch einen Park. Der Wagen jetzt umgekippt? Okay, jetzt ist er richtig. Und es wird gespeichert. Ey, das hat uns 150 Gold gekostet, hier dieser allernächste Park. Hallo Händler, wo seid ihr denn? I need you. Und es schneit hier. Es ist gerade Highspeed schneien. Das Ding ist halt, wir können hier nichts machen, ne? Wir können heute nichts machen. Lege die maximale Herdengröße für dieses Gebäude fest. Jeder zusätzliche Viehbestand wird automatisch zum Schlachten geschickt. Ah. Vermehren die sich? Vermehren sich die Tiere? Das wäre halt auch nochmal interessant zu wissen. Und wir brauchen auch Futtervorräte. Upsi. Tja, das können wir jetzt erstmal hier noch deaktivieren, weil wir jetzt noch nicht weiter, ne? Ich würde jetzt hier tatsächlich die Bäume hier mal noch abratzen wollen. Hey, dann haben die hier noch mal ein bisschen was zu tun. Und wir müssen warten, bis wieder ein Händler kommt. Vielleicht können wir hier auch noch die Straße ein bisschen weiterziehen. Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wie sieht es denn mit Rohfleisch aus? Brauchen wir vielleicht noch eine Räucherei?
Okay. Kann man die Steine hier noch entfernen? Das muss er abbauen. So. Nehmen wir auch nochmal. Steine. Da ist ein Stein. Den entfernen die nicht, ne? Ist wieder zu dicht am Wasser. Den weiß ich hier nicht, der da drunter liegt. Hey, wir haben ja ein paar Steuern bekommen. Ah, guck mal, da kommen die Händler. Die Händler kommen, die Händler kommen. Da hinten fehlen Bögen. Gut, na, ein bisschen schneller, können wir ruhig schon machen. Der fährt rein. Der ist schon da. Trader 1. Wir haben auch noch Kräuter, ne, im Bestand. Das würde ich nicht. Der hat halt auch nichts. Wie soll ich denn in Viehbestand kommen? Oh, Gott, Gott, Gott. Ja, ne, und so. Der wird halt Sachen kaufen, die ich nicht habe. Aber wo haben wir denn hier Tiere? Ich sehe hier gar keine. Das sind ja die Waren, die sie alle nicht anbieten, ne? Kräuter, bla bla bla. Fleisch. Gewürze gibt es halt nachher, Möbel. Hier unten. Ach, schaut mal. Wir werden das nicht kriegen, weil der Handelsposten ausgebaut werden muss. Und dafür brauchen wir 50 Backsteine, 500 Goldbarren und 80 Holzbretter. Was sagt uns das Ganze? Wir müssen noch eine Jägerhütte bauen. Das ist, also, kommen wir jetzt leider nicht drum rum. Es ist halt einfach so. Jetzt gucken wir mal, wo wir noch Tierchen haben. Das hier ist ja eine Sammlerhütte, right? So. Hier haben wir Tiere. Und hier haben wir auch Tiere. Das heißt, ich könnte... Ach, das ist ja schon eine Jagdhütte. Ich sehe hier aber keine Tiere mehr. Oh, 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 oh. Wir bauen jetzt einfach die Straße weiter, in der Hoffnung, dass hier irgendwo, dass hier hinten noch weitergeht. Schauen wir mal. Priorisiere mal das Stück hier hinten. Ich weiß. Aber vorher baue ich jetzt hier noch mal eine Fischerhütte. Nahrungsproduktion. Eine Fischerhütte. Da würde jetzt hier noch eine hinpassen, ne? Aber das ist doof. Da haben wir ja den Stall. Ach, shit. Oh, 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 oh. Müssen wir, glaube ich, die Herde nochmal woanders hinsetzen. Geht ja nicht anders. Oder wir müssen die ganze Scheune nochmal umsetzen.
Ich muss auch Gold sammeln. Ach so, ich wollte hier hinten mal gucken. So, hier geht's ja weiter, ne? Die Hütte hatte das und das hier alles im Blick. Ich habe hier halt kein neues Wild gefunden. Aber hier muss Wild sein. Sieh es gerade. Nehmen wir Steine nochmal. Ach so, die werden ja eh empfehlen. Ich glaube, dass hier hinten nochmal viel kommt. Okay, bisher nicht. Einfach mal weiterbauen. Jetzt schon ganz schön weit jetzt, ne? Hier, jetzt haben wir es. Umwegsames Gelände. Ach, hier ist schon Wasser. Deswegen. Okay, dann brauchen wir jetzt hier hinten noch eine Jägerhütte. Und es war ganz schön weit weg. Geht nicht anders. Okay. Dann sammle ich hier mal das ganze Holz noch ein. Quatsch. Das hier alles ein. Und ich würde... Unser Arbeitscamp. Ich habe hier, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu tun, ne? Ich mache das mal wieder so. Ich verschiebe das nochmal. Und zwar nach hier hinten. Denn hier hinten ist mir nicht auch schön viel Stein. So. Und daneben muss dann auch wieder unsere andere Hütte. Das habe ich auch noch immer noch nicht so ganz verstanden. Haben wir das jetzt denn gemacht hier, ne? So. Also noch geht's mit der Nahrung. Wir kriegen halt auch gerade Kohl rein. Apropos Feld. Da können wir auch noch mal gucken. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich da hinten noch ein Lager legen würde? Weil es ist schon crazy weit weg, ne? Das ist schon weit weg. Wenn ich... Mit den Lagern, das muss ich mir auch noch mal kurz angucken. Also, wir haben ja immer einen Stapelplatz, an dem Dorfbewohner Baumaterialien wie Baumstämme tralala lagern können. Okay. Ein großes Lagergebäude, in dem alle Gegenstände aufbewahrt werden. Okay. Schwimmkeller ist auch klar. Vorratslager dient als Lagerort für Waren, die von der Siedlung produziert wurden. Okay, dann haben wir das Ding, eine Werkstatt, in der Transportwaren hergestellt werden. Waren können von Dorfbewohnern genutzt werden, um Waren schnell von einem Ort zum anderen zu transportieren, was die Effizienz beim Bau der Landwirtschaft und des Ressourcenabbaus erhöht. Dann hätten wir hier noch einen Kornspeicher, die Fassbinderei, die wollten wir übrigens auch mal machen. Können wir jetzt bauen. Und dann haben wir noch eine Schatzkammer. Ein sicherer Aufbewahrungsort für das Gold der Siedlung. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal, glaube ich, langsam an mit dieser Fassbinderei. Wo klatschen wir die denn hin? Es gibt auf jeden Fall kein Minus, wenn ich die hier hin machen würde. Das ist schon mal gut. Da liegt noch ein Stein. Hier passt es leider nicht rein.
Dann drehen wir mal und machen wir es einfach hier mit hin, würde ich sagen. Okay. Oh, 500 Gold haben wir auf jeden Fall schon mal. Okay. So, was war jetzt nochmal das andere? Backsteine. Huch, okay, dann machen wir erstmal die Häuser. Wir brauchen noch mehr Wohnraum. So. Da noch ein Häusle hin. Und jetzt also gucken bei der... Und was ist denn das jetzt hier? Arbeitercamp ist klar, ne? Und Grube ist klar, haben wir. Das sind die ganzen Minen, eine Sandgrube. Dann haben wir die Imkerei, die Töpferei. Die Weberei ist auch klar. Was brauchen die eigentlich? Ach, die braucht Flachs. Ja, die sollten nur langsam mal auf Flachs gehen, stimmt. So, das ist die Seife. Und hier können wir Kohle herstellen. Und hier kommt Rüstung. Schränke, Bier. Aha. Backstein. Ziegelei. Aber Backstein und Ziegel ist schon das Gleiche, ne? Hm. Ja. Lass mich mal nochmal gucken. Ich bin immer verwirrt, wenn es anders aussieht. Backsteine. Ja, warum haben sie das nicht auch Ziegelsteine genannt? Denn? Egal. Ja, kommen wir nicht weiter. Kann ich nicht bauen. Das ist ein großes Problem. Das ist meine Stufe 3 hier schon. Damit werden wir aufgehalten. Shit. Wir müssten das weiterbauen und dazu brauchen wir mehr Häuser, mehr Bewohner. Was ist das hier? Dorfbewohner aus Garnison nehmen. Luxusgüter sind bei denen schon Töpferwaren. Wollen wir dann vielleicht eine Töpferei erstmal bauen, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen knatter machen können? Eine Imkerei. Über die Dorfbewohner Honig erhalten. Aber die muss wahrscheinlich auch wieder irgendwo gebaut werden. Wo halt noch genug Wiese ist, könnte ich mir halt vorstellen, ne? So hat die, haben die halt immer einen größeren Umriss. Hm. Ich glaube, ich werde die Scheune nochmal umlegen. Gefällt mir halt hier nicht an der Stelle. Okay, das wollen wir gerade nicht machen. Wir müssen das Gelände hier wieder ebnen. Auch ruhig mal alles hier. Einmal ebnen. Danke. Das dauert jetzt noch mal ein bisschen. Und dann werde ich halt das Ding hier noch mal umsetzen. Aber wohin? Wohin setzen wir es denn bloß? Hier dürfen wir nicht. Da kriegen wir weniger. Falala. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ach so. Aber das ganze Holz muss weg. Das sehen wir dann auch, ne? Dann okay, wartet mal, dann müssen wir das hier auch nochmal stabilisieren.
Ja, sieht ein bisschen doof aus. Jetzt können wir das Ding hier nicht verschieben. Ja, ich mache das einfach mal schon fertig, weil es dauert halt nur eine ganze Weile, ne? Und ja, vergesst nicht mir zu sagen, wie euch das Spiel gefällt. Habt ihr es euch schon gekauft? Habt ihr nicht? Und konntet ihr auch nicht mehr aufhören zu spielen, so wie ich? Dann hinterlasst mir einen Kommentar. Würde mich freuen. Und über ein Like freue ich mich auch. Und über ein Abo natürlich auch, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi, bye bye.